vor einigen Tagen waren Jen und ich für einen Tag am Strand, was absolut genial war. Der Strand war ganz in der Nähe von San Francisco. Und an dem Tag haben zwei Dinge zu mir gesprochen, ein Angler und das Meer und die Wellen, die an den Strand kommen sind. Lass mich ein bisschen mehr beschreiben, was ich damit meine. Wenn wir die Wellen anschauen, die Wellen haben so eine Kraft und die hauen immer gegen die Klippen. Also die schlagen immer gegen die Klippen. Und als wir die Klippen angeschaut haben, da waren Häuser oben drauf gebaut. Und die Wellen haben die kompletten, das komplette Fundament von den Häusern unten weggetragen. Und das war recht interessant, weil das ist nicht über einen kurzen Zeitrahmen passiert, sondern über einen langen Zeitrahmen. Die haben einfach jeden Tag mehr Wellen und mehr Wellen und mehr Wellen. Jeden Tag hat ein bisschen mehr von Fundament gefehlt. Und das Gleiche sage ich bei einem Angler. Und der Angler, der hat immer seine Angelrute oder seine Schnur ins Meer geworfen und hat versucht, einen Fisch zu fangen, hat immer das Gleiche gemacht. Er hat immer die Schnur wieder einzogen, dann hat es wieder rausgeworfen, dann hat es wieder einzogen, dann hat es wieder rausgeworfen. Ich weiß nicht, wie oft er das gemacht hat, aber sehr, sehr oft. Und zwar hat es wirklich zu mir gesprochen, weil das war so ein, immer eine Wiederholung, immer das Gleiche. Aber es hat einen riesen Eindruck hinterlassen, das hat einen riesen Einfluss hinterlassen. Wenn man die Häuser anschaut, ihr habt es ja gesehen auf den Bildern davor, dass es die total unten wegwaschen hat. Je öfter man was macht, desto mehr Eindruck hinterlässt es. Und ich glaube auch fest daran, dass es das Gleiche ist mit der Liebe Gottes. Wenn wir Menschen die Liebe Gottes zeigen, fürs erste Mal kriegt man vielleicht keine Reaktion, beim zweiten Mal kriegt man vielleicht ein bisschen eine Reaktion, aber je mehr wir das machen, jedes Mal bewegt sich irgendwas in der Person. Es ist nicht irgendwas, das vergessen wird oder das überhaupt keinen Eindruck hinterlässt. Also jedes Mal, wenn wir was tun, wenn wir die Liebe Gottes zeigen, verändert es etwas in den Menschen. Ich möchte uns damit ermutigen, dass jedes Mal, wenn wir etwas tun, dass Gott dadurch wirkt. Ich erinnere mich dran, wir haben hier Leute gehabt, die sehr oft eine schlechte Laune hatten und kamen da auch sehr oft mit schlechter Laune auf mich zu. Und ich habe beschlossen, okay, ich liebe die einfach. Ich zeige denen einfach die Gottes Liebe jeden Tag. Über Zeit, also über recht lange Zeit, haben die angefangen, sich zu verändern. Und Gott hat ihnen irgendwie am Herz geschafft. Das war nicht auf einmal. Das hat über längere Zeit, über einen längeren Zeitrahmen kontinuierlich Liebe gezeigt, dass sie dann gemerkt haben, oh wow, irgendwas verändert sich in mir. Und sie haben sich verändert. Ja, ich möchte dich herausfordern, die Woche anzufangen, Menschen in deinem Umfeld Gottes Liebe immer noch stärker zu zeigen. Ganz kreativ, ganz egal wie, aber mach's kontinuierlich. Zeig's kontinuierlich, weil du machst einen Eindruck und du bringst Veränderung. Hey, hab eine super gesegnete Woche und vergiss nicht, dass du ein Weltveränderer bist und dass du genial bist. Tschüss!